Lachen auf Knopfdruck und ohne Grund. Klingt seltsam, ist aber der neueste Trend aus Indien und heißt Lach-Yoga. Seit 1995 verbreitet sich diese spezielle Entspannungsform. Tausende Vereinigungen existieren bereits weltweit und eine davon im Innviertel. Früher hat sich Gabi Fink ordentlich geärgert, wenn die Schranken wieder einmal unmittelbar vor ihr runtergegangen sind. Heute lacht sie den Frust einfach weg. Lachen ohne Grund, das ist ja ein Eckpfeiler der Lach-Yoga-Arbeit und so kann man über den boshaften Bahnschranken genauso gut lachen wie über einen Witz. Rund 15 Innviertler treffen sich einmal in der Woche im Lachclub in St. Peter am Hart. Schon nach einer halben Stunde schaut für viele die Welt gleich ganz anders aus. Ja, ich bin sehr grantig und jetzt wieder hergefahren, weil irgendwie total gestresst und krankes Kind und viel zum Da. Und habe das da sehr genossen, weil das Lachen, das putzt so richtig durch. Eine 90-jährige Frau macht genauso mit wie eine Gruppe Schülerinnen. Man kommt daher, man hat immer Lachen im Gesicht oder so, oder wenn man sich mit beim Streit oder so. Das ist einfach super. Wenn man daher gekommen, man lacht einfach und danach ist man so befreit und es ist einfach schön. Das Lach-Yoga hat man irgendwie einen gewissen Trainingseffekt. Also es ist schon so, dass jetzt im Alltag einfach das Lachen noch häufiger ist und intensiver irgendwie. Also man kriegt gleich mal wegen irgendwas einen Lachkrampf, wenn es auch vielleicht für einen anderen überhaupt nicht lustig ist. Also heute zum Beispiel auch beim Autofahren. Ich habe eine Ausfahrt verpasst beim Kreisverkehr und ist schon losgegangen. Ja. Kinder lachen bis zu 400 Mal am Tag. Die Erfahrungen und Härten des Lebens scheinen uns das Lachen jedoch langsam aber sicher auszutreiben. Im Laufe unseres Lebens verlieren wir einfach ja, die Leichtigkeit, um auch über gewisse Dinge lachen zu können und das können wir uns da wieder zurückholen. Und so kann man auch wieder zu mehr Humor kommen, wo man vielleicht auch glaubt, man ist gar kein humoriger Mensch. Gabi Fink würde das Lach-Yoga jedenfalls nicht unbedingt brauchen. Die gelernte Pädagogin findet das Leben auch ohne Übungsstunden oft einfach zum Niederbrechen komisch.